Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Final Fantasy 9. Wir sind hier im Dorf der Schwarzmagier, das auf dem äußeren Kontinent gebaut wurde. Von den Schwarzmagiern, die zum Beispiel Lindblum angegriffen haben oder Bumerkia oder Clara. Genau diese Schwarzmagier wohnen hier, aber sie sind erwacht. Sie können sich nicht an ihre Taten erinnern, nur die Gräueltaten, die sie offensichtlich verursacht haben, konnten sie erkennen und sehen und haben die Flucht ergriffen und haben sich hier in diesem wunderschönen, niedlichen, ruhigen Dörfchen zur Ruhe gesetzt. Ja, und wir sind gerade auf der Suche nach Quina, der scheinbar gerade ein Schokobo-Ei aufschlagen und essen möchte, wahrscheinlich ein Omelette draus machen möchte. Wir werden auch vorher noch mit diesem süßen, niedlichen Mogli sprechen, diesem Momo. Da hätten wir einen Brief im Petto. Eine Bitte, oder auch nicht. Jetzt haben wir bald einen Brief im Petto. Übergebt diesen Brief an Moki, aber gerne. Kubo, danke. Das war's ja schon. Hierzu gern ein Brief. Ja. Na Fisch, da ist scheinbar nichts versteckt. Dann gehen wir einfach rein und hoffen wir, dass das Ei noch ganz ist. Quina, was stellst denn du schon wieder an? Ah, Titane. Auch auf dem Weg, Geheimnisse des Essens zu ergründen? Das ist unser Ei. Das werdet ihr nicht bekommen. Nein. Hallo? Du gehörst doch zu dem, oder? Schaff den doch mal hier weg. Quina, bist du schon wieder schlimm? Ja, das ist eine unendliche Geschichte. Da kann ich da mal gar nichts machen. Schön. Ja, und wo sind jetzt Vivi und Lilly hingerannt? Bitte? Warte mal, vielleicht hier rein. Na, da ist niemand. Ah, warte noch. Bevor wir viel weiter spielen, ich rüste gleich mal unseren guten Zitane um und aus. Mit der Runenklinge. Stirnbändchen, ich habe noch nie eine Fußkette. Die haben wir doch noch nie gehabt, oder? Ich bin ja nicht bescheuert. Naja, vielleicht doch ein bisschen, aber normalerweise. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen. Ich meine, wir kommen nochmal hierher. Dass wir das dann nochmal schmieden werden. Oder ich laufe einfach mal offscreen hierher. Schauen wir mal. Hallo. Hallo. Hier ist die Pension. Ja. Aber es ist noch zu früh zum Schlafen. Ja. Ja, das stimmt schon irgendwie. Hier ist die... Achso, das warst du. Okay. Vivi, was ist los? Ach, Zitane. Es ist nichts. Ist etwas vorgefallen? Die Schwarzmagier aus diesem Dorf scheinen ja alle schwer in Ordnung zu sein. Deswegen sag ich doch, es ist nichts. Nein, nochmal, ich hab Hungerland. Diese Dorfbewohner haben auch gar nichts gesagt, bis zu essen hat. Nö, gemein. Vivi, da bist du ja. Wo hast du gesteckt? Du siehst ja so... Du bist nur ein bisschen erschöpft, nicht wahr, Vivi? Ja, ein wenig. Ja, es ist... Also, es war ein anstrengender Tag, nicht wahr? Die ganze Zeit nur gelaufen. Wir sollten uns alle ein wenig ausruhen. Ich muss noch in den Wald, Mats. Da gibt es bestimmt etwas zu essen, Mats. Ratzinger zum Beispiel, den du vorher nicht essen wolltest, weil er ungenießbar ist. Dieser Quina. Naja, und was machst du, Zitane? Ausruhen, bin noch fit wie eine Galosche. Na, wir gehen schlafen. Ja, wir sollten uns eine Weile hinhauen. Die beiden, voll beleidigt, die zwei, ne? Quina, die Quina ist echt ungut. Mhm, okay. Zitane? Vivi hat sich gerade rausgeschlichen. Sollten wir nicht... Hey, der Junge hat dazugelernt.
Er nimmt bestimmt Rücksicht auf uns. Oh, Zitane! Mach dir keine Sorgen. Aber er folgt nur seinem Herzen. Er weiß schon, was er tut. Seinem Herzen folgen? Überleg doch mal. In seinem ganzen Leben hat er noch nie Leute seinesgleichen getroffen, die dann auch noch sprechen konnten. Aber was ist, wenn er von seinen eigenen Leuten beschimpft oder, ich will es gar nicht sagen, verletzt wird? Mit solchen Sorgen wird man nie irgendwelche Freunde gewinnen. Außerdem kann man so jemanden gar nicht seinen Freund nennen. Und vielleicht, ja, vielleicht findet er endlich eine was? Einen Ort, an dem er zurückkehren kann. Eine Heimat. Eine Heimat? Ja, eine Heimat. Boah, das erste Mal, dass er nicht an Frauen denkt, ha? Sag mal, Zidane, dieser Ort, an dem man zurückkehren kann. Was ist los, Lilly? Kannst du nicht schlafen? Soll ich dir vielleicht eine gute Nachtgeschichte erzählen? Es war einmal vor langer, langer Zeit. Jetzt schweifst du schon wieder vom Thema ab. Ein Junge, der nicht wusste, wo er geboren wurde. Und auch nicht wusste, wo seine Heimat war. Du, Zidane? Hör zu. Seit Kindesalter war es sein Traum, irgendwann einmal seine Heimat zu finden. Dieser Ort seiner Geburt lebt einzig und allein in seinen Erinnerungen. Aber warum? Er wollte es einfach nur wissen, wer seine Eltern sind, das Haus, in dem er geboren wurde, einfach ein wenig sich selbst kennenlernen. Und dann, eines Tages, verließ er den Mann, der ihn großgezogen hatte. Der Junge begab sich auf eine Reise, um seine Heimat zu suchen. Dem einzigen Anhaltspunkt in seinen Erinnerungen folgend, einem blauen Leuchten. Ein blaues Leuchten? Ja, die einzige Erinnerung, die der Junge an seine Heimat hatte. Vielleicht ist es das blaue weite Meer. Langsam, nur nichts überstürzen. Sowas muss immer schön der Reihe nachgehen. Ach, was soll's. Letztlich hat er seine Heimat nicht gefunden. Kein Wunder, oder? Sein einziger Anhaltspunkt war ein blaues Leuchten. Und so kehrte der Junge zu dem Mann zurück, der ihn aufgezogen hatte. Und was glaubst du, was dieser Mann tat? Er war erleichtert und schloss ihn in seine Arme? Haha, Pustekuchen. Dieser Mann nahm den Jungen und schlug ihn windelweich. Ja. Das glaubt man nicht, oder? Was? Wieso das denn? Keine Ahnung. Versteh einer die alten Leute, ne? Das war Zidane übrigens, ja? Der ist so frech, nicht ich, ja? Ja? Aber noch eine viel größere Überraschung war es, was danach kam. Oh, na schön, jetzt läutet das Telefon. Einen Moment bitte. Entschuldigung, die Störung, da habe ich Trottel vergessen, mein Handy auf lautlos zu schalten. Ah, schön, dass euch in solchen Momenten dann alles zerstört. Herrlich, also wo waren wir? Nach der Trachtprügel fing dieser Mann an zu lachen, musst dir vorstellen. Kannst du das glauben? Direkt nachdem er den Jungen verprügelt hatte. Aber als er das Gesicht des lachenden Mannes sah, wusste der Junge plötzlich, dass er den Ort gefunden hatte, an den er immer wieder zurückkehren konnte. Dieser Junge sucht immer noch nach seiner Heimat, aber er weiß auch, dass es für ihn einen Ort gibt, an den er immer wieder zurückkehren kann. Und deswegen weiß er, dass Vivi auch einen Ort sucht,
an den er immer wieder zurückkehren kann. Ob Vivi womöglich in diesem Dorf bleiben will? Tja, das bleibt einzig und allein Vivi überlassen. Zurecht machen? 1, 2, 3. Ach, du bist es wieder. Ja, ich wollte dich etwas fragen. Was gibt es? Ich wollte fragen, wie viele schon stehen geblieben sind. Du musst nicht unsere Worte benutzen. Du scheinst die Bedeutung und den Unterschied zwischen Stehenbleiben und Sterben zu kennen. Unsere Freunde sind nicht nur einfach stehen geblieben, sondern gestorben. Ich wollte nicht, also ich... Es ist, also, warte, lass mich kurz nachzählen. Es sind mittlerweile insgesamt 7, ja, 7, die einfach stehen geblieben sind. Ich denke, unsere Zeit ist vorherbestimmt. Als der erste von uns stehen blieb, kam mir dieser Verdacht. Es scheint gewisse Unterschiede zu geben, aber ungefähr ein Jahr nach unserer Herstellung bleiben wir stehen. Boah, das ist aber nicht lang. Nein, das kann nicht. Die anderen wissen es nicht, denn wenn sie es wüssten, würde sie das gleiche Gefühl plagen wie mich. Das gleiche Gefühl? Ich glaube, es ist Angst. Das Gefühl, nicht stehen bleiben zu wollen, einfach wegzurennen und alles vergessen. Ja, die Angst vor dem Tod, ne? Die eigentlich in jedem von uns ein bisschen schlummert. Aber trotzdem bin ich irgendwie glücklich, hier in diesem Dorf mit allen zusammenzuleben. Ich habe Angst, wirklich große Angst. Aber die Zeit mit meinen Freunden zu verbringen, bereitet mir Freude. Ist es bei dir denn nicht genauso, mit deinen Freunden auf Reisen sein? Hast du denn gar nicht das Gefühl, die Bedeutung des Lebens zu erfahren? Wirklich? Ja, ich denke schon, dass sie irgendwo da liegen sollte. Vielen lieben Dank. Und? Was gibt's hier? Zitane, stell dir vor, anscheinend wurde im Nordwesten des Kontinents ein silberner Drache gesehen. Die Orklinge von Conteyabata erzählten uns von einer heiligen Stätte, deren Eingang verschlossen sei. Ich glaube, Kuya hat einmal von einem Geheimnis über diesen Kontinent geredet. Was, echt? Bist du dir sicher? Ja, freilich. Irgendwas über die Quelle des Nebels oder so. Die Quelle des Nebels? Aha, dort finden wir ganz sicher einen Hinweis. Dann kann ich vielleicht auch Mutter. Boah, Zitane, was glaubst du? Ja, genau, das machen wir. Juhu, wo ist eigentlich Vivi? Kein Schimmer. Was machen wir, wenn Vivi hier bleiben möchte? Wartet, bitte. Vivi? Die Leute aus dem Dorf haben mich gebeten, noch mehr von der Welt zu sehen. Stell dir mal vor, um ihnen später davon zu erzählen. Okay, gut. Mist. Jetzt, wo ich dachte, endlich mit Lilly allein sein zu können, ne? Dann seht ihr da, Nanz. In diesem Dorf werde ich verhungern sterben, Nanz. Seht ihr, von die Rakali über mich kreisen? Die Geier, ne? Ach, diese Quina. Ah, schön. Ach ja, dich gab's da auch noch, ne? Gut, dann lasst uns aufbrechen. Nach Conteyabata und dann zu dieser heiligen Stätte. Ja, leider kann ich nichts mehr schmieden momentan. Mir fehlt ein Multistab und eine Fußkette. Ob ich die herkriege, weiß ich nicht. Wir können aber noch schnell drüber schauen, ob zum Schokobo-Baby-Ei, das war Deutsch. Dieses Häuschen haben wir nur für den Schokobo gebaut. Ist doch richtig edel, oder? Na ja, sogar mit dem Schokobo-Zeichen drauf.
Tada. Wann es wohl schlüpft, ich umarme es manchmal und wärme es. Wir müssen dann dem geschlüpften Küken einen Namen geben. Schokiline. Schokoboline. Na, das ist furchtbar. Küki. Ach schön, alles bewohnt hier wieder. Du kannst ja schon an unserer Kleidung erkennen, dass wir nicht viel Sonne vertragen. Ja. Aber wenn ich so durch die grünen Blätter das schimmernde Sonnenlicht sehe, da wird einem warm ums Herz. Mist, verdammter. Es ist echt doof, dass der jetzt keine anderen Waren hat, als wir die neuen. Muss ich schauen und Glück haben, deswegen konnte ja Bata noch was finden tun. Dann werde ich einfach hier zurücklaufen, wenn wir die Aufnahme beendet haben, und werde uns noch die beiden Sachen schmieden. Und dann hoffe ich, dass das so passt. Ich hoffe, dass ich es habe. Ich habe es vergessen. Ich glaube schon. Ich hoffe schon sehr. Aber die Fußkette habe ich keine Ahnung. Na du Händel. Jetzt gehen wir zu Danis. Oh, die Blumenklinge ist auch schön. Schau mal. Quedelein hat jetzt Level Up erreicht. Super. Allesamt Level 26. Sehr schön. So haben wir es gern. Das passt, weil wenn wir dann, sage ich jetzt mal, in den nächsten, unter Anführungszeichen, Dungeon gehen, werden wir wahrscheinlich mit Level 30 gut fahren. Das werden wir schon brauchen, glaube ich. Zur Not muss ich da halt noch ein bisschen trainieren tun. Aber normalerweise müssen wir das recht gut hinkriegen. Wenn ich hier wieder so ein paar zwischendrin einlege, wo wir nur trainieren müssen, Bibilein. So. Ich würde sagen, wir rufen Rabu. Dann ist die Sache erledigt. Hoffen wir mal. Aber es ist zu spät sein, wirklich. Wie das nur auf einen Damage machen. Blöderweise. Ah ja! Und Bibilein ist dran. Rabu! Deine Sitze. Ja. Jo. Okay, das war heftig. Hätte ich nicht gedacht. Bravo, Lili. Super. Sehr gut. Ich bin gänzlich überrascht. So, lala. Was ist da hinten? Achso, da war nur so ein Dingens. So, darüber. Genau, geradeaus. Und dann sind wir schon da. Auch nur Ramu sauer, das könnte ja auch sein. So, können wir da was Neues? Nicht wirklich, ne? So. Geht hier irgendwas? Zauberarmreif? Na. Seidenhemd, geht da irgendwas? Ja, die Allzweckweste. Oh lala. Beim Halstuch, geht da jetzt endlich mal was? Na, da sind wir komplett fertig. Das
fertig mit den Nerven. Ah, Schande. Da, vielleicht hier noch was, ne? Geht hier vielleicht dieses Martin-Schild? Das haben wir schon gelernt, das gibt's ja nicht. Das kann ja nicht sein. Bei Vivi? Wie schaut's bei dir aus? Wäre tot, ist auch schon längst erledigt. Nix. Wirklich nix? Zauberarmreif auch nicht? Magierhütchen, kommt das weg? Na. Ich glaube, ich spinne. Wir können echt alles. Wirklich? Achso, der hat noch. Dann will ich noch mehr. Der ist auch schon fertig. Das gibt's ja nicht. Kannst du denn wenigstens noch was lernen? Na, das Martin-Schild ist komplett für nichts. Momentan halt noch. Ich lese gerade da unten eine Fähigkeit, die ist für eine gewisse Person bestimmt, die wir bald kennenlernen werden. So. Und ich sage, wir gehen hier hin. Ja. Hinter diesem Tal ist also die heilige Stätte. Aber der Weg dorthin wird immer von einem Orkling versperrt. Der Weg nimmt den Gemischbandladen auch mit. Dann lass uns erstmal dorthin gehen und schauen, was Sache ist. Vielleicht können wir ja mit denen einfach gut reden, ne? Und dann lass es uns vielleicht doch durch. Warte, mir kommt vor, da unten eigentlich was übersehen. Das hier fungiert doch als Schild, oder? War da nicht immer irgendwas? Ja, ja, ja. Was ist das denn Komisches? Hat sich die Wurzel um den Stein geschlungen oder etwa umgekehrt? Ach so. Was hat es überhaupt mit diesem Gebäude auf sich? Warum haben die denn auch hier im, also ausgerechnet hier, ein Dorf errichtet? Keine Ahnung. Ach, so war das. Also, Scherio. Ne, war ja so. Habt ihr die Schwarzlinge getroffen? Ja, ich muss sie wieder singen, genau. Früher gab es auch Fremdlinge, die versuchten in Richtung Westen zu gehen. Ja, oh ja, aber zur heiligen Stätte dürfen nur diejenigen, die das Ritual der Treue vollendet haben. Ja, also du nicht. Ah, toll. Ah, der Grandschirm schon wieder, ne? Konnte man da jetzt eigentlich rauf? Ich möchte noch gern handeln mit der Dame da drüben. Scherio, willkommen. Hattest du nicht auch andere Gegenstände als wir? Nein. Ah, die waren draußen, ne? Ich depp. Die waren draußen. Und du? Das, also ist Oamon nicht einfach nur süß? Ja, sehr süß. Magnet? Oh, ich hätte so gern einen Brief. Der hat auch nichts. Oh, dann halt nicht. Aber da draußen müsste normalerweise... Hier müsste doch normalerweise... Also ihr da müsstet was haben, ne? Scherio, Scherio. Ob über Berg oder Tal, gut gerüstet schadet auf keinen Fall. Nein. Ja, da ist er, der Multistab. Hat das jetzt echt eine Fußkette? Na, die haben das nicht. Ich habe nichts übersehen, die haben einfach keine Fußkette. Mist, Multistab. Ich werde auch diese eine Giftkralle schon mal mitnehmen, für den Fall der Fälle. Man sollte immer auf alles vorbereitet sein. Kommt bald wieder, bitte, das wäre fein. Ja, ich werde dann, wenn die Aufnahme hier beendet ist, nur damit ihr wisst, werde ich ganz schnell ins Dorf der Schwarzmarke zurückhatschen und mir diesen einen Gegenstand schmieden lassen. Ja, und das mit der Fußkette geht dann wirklich erst später. Die haben wir ja noch nicht. Leider. Huch, da. So, dann schauen wir da mal hoch. So. Bam, bam, bam. Hallo. Das ist unser Schrein, wo wir unseren Segen von der Sonne und den Göttern erhalten tun. Ja. Und du? Das Symbol Kondeya Batas, der Trauungskahn. Ja, das hilft mir nichts, leider, oh nein. Wir würden gerne hier durch. Kein Durchgang.
Hier haben nur diejenigen Zutritt, die das Ritual der Treue durchlaufen haben. Was soll denn das für ein Ritual sein? Aber da geht ihr am besten den Hohepriester fragen. Und wo kann man den finden? Der steckt hier irgendwo. Haben wir gerade geredet mit dem Deppen, da ist er ja. Priester. Na, das ist nur ein normaler Priester, das ist nichts Hohepriester. Nichts Hohepriester. Ja. Der steckt hier irgendwo. Das ist wieder so eine Aussage. Wirk. Und da hinten sind wir gekommen. Ich denke, der wird dann da irgendwo sein, ha? Jetzt bin ich einmal komplett im Kreis gelaufen. Ich bin spitze. Ah, da. Bist du das? Wo ist jetzt der Junge hin? Hey, du. Bist du zufällig der Hohepriester? Dem ist wohl so, mein Sohn. Ich bin der Hohepriester. Was treibst du denn hier? Grübel, grübel, auch ein Hohepriester hat so seine Sorgen. Aha, naja, wie auch immer. Wir wollen irgendwie zur heiligen Stätte. Die heiligen Schriften besagen, dass nur die, die das Ritual der Treue vollendet haben, sich dem Ort nähern dürfen. Ja, das haben wir schon tausendmal gehört. Aber was um alles in der Welt ist denn jetzt dieses Ritual der Treue? Also, wenn ein Mann und eine Frau den Segen der Götter erhalten und in den heiligen Bund der Ehe treten. Ach so? Also eine Art Hochzeit und Flitterwochen? Deine Worte befremden mich zwar, aber es wird wohl so etwas sein. Wenn wir dieses Ritual also hinter uns haben, dürfen wir zur heiligen Stätte? Oh, Lilly. Hast du gerade mitgehört? Ist verzwickter, als ich dachte. Aber wenn wir zwei heiraten, kommen wir weiter. Aber das ist wohl Wunschdenken. Tja, okay, von mir aus. Bitte was? Schön. Ihr wollt euch vermählen lassen? Das Ritual ist eigentlich nur für uns Orklinge bestimmt. Aber in letzter Zeit will einfach keiner heiraten, wo wir doch beim 99. Paar sind. Darüber habe ich mir vorhin den Kopf zerbrochen. Aber so sei es denn, ihr sollt das 100. Jubiläumspaar werden, das den Segen der Götter erhalten soll. Wie war das nochmal im Mittelteil? Es ist furchtbar. O Götter der Berge und Bäume. Wie kam das hier alles doch gleich zustande? O gütiges Licht der Sonne. Um zu diesem vermaledeiten heiligen Stätte zu kommen, ne, müssen wir dieses Ritual verändert haben. Ja, und fürs Ritual braucht's nun mal Männlein und Weiblein. Ja. Moment mal, Lilly. Ist dir eigentlich klar, was wir hier machen? Wir heiraten. Schönen guten Morgen. Aber sonst kommen wir nicht weiter, oder? Ja, aber ich meine, sollte man sich sowas nicht vorher genauer... Es fängt an. Ja, sag ich auch. Was hat sie denn nur vor? Normalerweise reagiert sie doch immer total sauer und ist dann gleich eingeschnappt. Die Hoffnung soll eure Kraft sein. Klar, kommen wir dann weiter, aber... Um die Hürden des Lebens zu überwinden. Hat sie sich vielleicht echt in mich verknallt? Treue soll euch den Weg erschließen. Dann war es ja echt die richtige Strategie, dass ich im Dorf der Schwarzmagier so lässig geredet habe. Nein, Zitane, nein, war es nicht, nein. Nein, und so...
Großartig. Und so kommen dann die Missverständnisse zustande, ne? Der Himmel möge euch segnen. Lilly, jetzt sind wir endlich Mann und Frau. Und der Bräutigam darf immer die Braut knuddeln. Naja, das musste ja so kommen, nicht wahr? Gut. Jetzt braucht ihr nur noch den Zwillingen. Neben dem Gemischtwarenladen einen Besuch abzustatten. Oh ja, was muss man denn noch alles tun? Das gehört eben zu unseren Sitten. Das sind ja gar nicht mehr. Warum singe ich dann? Keine Ahnung. Na dann, wollen wir doch mal als das 100. Jubiläumspaar des Dorfes unseren Rundgang starten. Ein Ehepaar sind wir aber nur, solange wir hier im Dorf sind. Welch harte Worte. Sag mal, Zitane, was sollen wir denn jetzt machen? Ihr? Alles nur nicht unsere Flitterwochen stören. Wollt ihr uns etwa zurücklassen? Ich werde sehen, was ich machen lässt. Dann lasst uns zu den Zwillingen gehen. Lasst euch doch auch trauen. Lasst uns zu den Zwillingen gehen. Dann sollten wir erstmal zu den Zwillingen. Lasst euch auch trauen. Aber nicht im Ernst, oder? Ich meine, nicht falsch verstehen. Nicht falsch verstehen. Ich habe nichts gegen Schwule oder Lesben, überhaupt nicht. Ganz und gar nichts. Sind echt tolle Leute auch, keine Frage. Kann man sich super unterhalten mit ihnen. Aber, wir wollen nicht noch eine Zwangsehe haben, oder? Speichern? Entschuldigung, es ist lustig. Aber ich hätte vielleicht doch die Heirat wählen sollen. Ja, der Part ist auch zu Ende. Wir werden sofort das Speichern tun. Ich werde schnell zu den Schwarzmagiern zurücklaufen und uns unser neues Teil schmieden lassen. Und wir treffen uns dann im nächsten Part einfach wieder hier. Würde ich vorschlagen. Warte. Falsch. Hier. Sehr gut. Na gut, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Sorry nochmal wegen der Unterbrechung vorhin. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!